Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein Gartenrundgang ist dran, es gibt eine Verlosung, da ist ein Zuschauerbeet, das werde ich euch alles gleich noch zeigen. Es gibt jede Menge Fortschritte im Garten, ich habe Hummeln im Moos und ich will direkt loslegen, also bleibt dran. So, bevor ich jetzt loslege, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen. Ich hatte zuletzt zwei Videos, die natürlich nicht so in das Konzept passen oder in die Art von Videos passen, die ich jetzt zum Beispiel gerade in diesem Moment mache. Nichtsdestotrotz sind das wichtige Themen, wie ich finde. Selbst wer jetzt sagt so, Hortus an sich interessiert mich nicht, der sollte trotzdem reinschauen, weil ich habe auch vielerlei davon erzählt, wie das bei mir im Garten funktioniert. Und wie ihr gewisse Sachen verbessern könnt. Ihr könnt euch da auf jeden Fall viel Nützliches für euren Garten rausziehen, auch wenn ihr direkt keinen Hortus haben wollt. Beim zweiten Thema geht das darum, im Kern darum, ob die Permakultur ein Teil der Lösung sein kann, um unserer Natur was zurückzugeben, damit sich die Natur erholen kann. Nährstoffreich, ohne Ende, mit ganz viel Leben und so weiter und so fort. Das habe ich alles mal ein bisschen verpackt in ein kurzes Video. Das Video geht 5 Minuten, so viel Zeit solltet ihr euch nehmen. Also es liegt mir auch ganz doll am Herzen. Mein Vater hat mir gleich gesagt, das ist sein Lieblingsvideo, das fand er am besten. Demnach mein Tipp, ich werde euch wahrscheinlich schon das Video mit dem Hortus eingeblendet haben. Ansonsten kommt jetzt hier noch das Permakultur-Video und wir legen jetzt los mit dem Gartenrundgang und ja. Zuschauerbeet und so weiter, was ich so zu erzählen habe. So, hier vor mir ist das Zuschauerbeet, euer Beet. Ich möchte euch das zeigen. Ich werde zum Ende des Videos euch nochmal erklären, wie genau ihr gewinnen könnt. Und ja, es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern um euer Zuschauerbeet. Zack. Also einmal für die Optik, kompletter Längsschwenk. So sieht's aus. Von der anderen Seite. Wow, oder? Es grünt, es grünt, es grünt. Es hat alles einen Schuss gekriegt und ich möchte euch einfach mal zeigen, was hier alles schon wächst. Für alle, die das letztendlich noch nicht mitgekriegt haben. Ja, es kann Gemüse zu euch nach Hause kommen und das ist genau das, was jetzt hier vor mir ist und das zeige ich euch jetzt im Detail. Ich muss auch mal wieder Luft holen. Ich bin so vollgeladen von der Energie. Ich bin so freudig, euch das wieder zeigen zu können. Ihr könnt das sehen hier, das ist die Physalis. Die trägt auch schon einzelne Früchte. Die anderen sind verdeckt. Da unten kann man das sehen. Dann gibt es hier neben Boric, ja, selbsterklärend Blödsinn, selbsterklärend Zucchini, so sieht's aus. Also ich glaube, den Kohlrabi erkenne ich noch. Also Kohlrabi, der dürfte auch schon so weit fertig sein, dass ich den bald ernte. Bei dem können wir noch warten. Ich werde natürlich gucken, was ich euch letztendlich zukommen lasse. Ernte kommt ja nicht alles zum gleichen Zeitpunkt. Ich werde das auch ein bisschen ergänzen mit Sachen aus meinem Garten. Und ich hoffe, ihr habt da dann ganz viel Freude dran. Aber wie gesagt, dazu am Ende dann mehr. Gut, hier sind die Tomatenpflanzen. Ich bin einmal rübergehuscht. 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten ein bisschen verschwunden, eine kleine. Aber das war sowieso ein Spätzügler. Mal gucken, was da noch kommt. Und dann habe ich hier vorne. Da ist auch noch eine, aber der Kohl kommt dem langsam entgegen und ich darf auch bestimmt mal wieder ausgeizen, solche Sachen. Bin da immer mal wieder bei, aber wie gesagt, das sind ja auch 70 Pflanzen, über 70 Pflanzen, die ich habe. Das muss auch erstmal alles geregelt werden. Im Moment bin ich dabei, allen Tomaten Halt zu geben, dass sie mir natürlich nicht umknicken. Hier seht ihr das ganz deutlich. In meinem letzten Video konnte man das auch schon sehen. Ich habe mir da was einfallen lassen, das erkläre ich euch dann nachher. Aber zurück zum Zuschauerbeet. Da neben den Tomaten habe ich eine Zucchini. Ja, wie ihr sehen könnt, da hängt auch eine dran. Das wird nun kein Exemplar sein, was zu euch nach Hause findet. Das wird dann eine Folge-Zucchini sein. Ich habe auch schon geerntet, aber nicht selber verzehrt, sondern Zuschauern hier in meiner Umgebung verschenkt. Und ja, die haben sich alle gefreut. War lecker. Und ja, wie gesagt, da kommen dann noch welche nach. Die werden mit Sicherheit auch im Paket landen und zu euch nach Hause finden. Dann haben wir hier die Erbsen. Die tragen auch erste Schoten. Oder schon ein paar Tage, aber ne, so langsam kommt es. Hier links ist es mickrig, warum auch immer. Vielleicht kommt da, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was auch immer. Das hier sind die Artischocken, die sind viel größer, als ich das dachte. Ich hoffe, die kommen sich nicht in die Quere. Mit Pech muss ich vielleicht da einen Teil rausnehmen und dann gucken, ja, wie das alles so läuft. Oder ich lasse sie drin. Ach, schauen wir einfach mal, die Natur findet schon irgendwie seinen Weg. Ansonsten gibt es hier vorne noch die Etagenzwiebel. Ja, dann habe ich hier noch Kapuzinerkresse drin, das ist für euch natürlich uninteressant. Hier die Kräuter und so weiter, Thymian, Minze und den Rosmarin. Da habe ich noch Mais versteckt, aber ich glaube, der hat zu viel Konkurrenz. Mal gucken.
Ihr seht, ich denke, wir können glücklich sein über die Entwicklung hier. Am Ende des Videos werde ich euch noch ein bisschen mehr erzählen, genau erklären, wie ihr letztendlich hier was gewinnen könnt. Ich werde euch liebevoll ein Paket packen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich verlose. Ein, zwei, werde ich bis zum Ende des Videos entschieden haben. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Aber macht ja nichts, es wird auf jeden Fall eine Verlosung stattfinden. Ja, ich überlege gerade, was noch zu zeigen ist. Ach, ich habe ja noch was vergessen. Hier, guckt mal. Neben der Physalis und dem Boric ist ja die Zitronenwerbe. Und ich zupfe da immer ein paar Blätter ab, beziehungsweise da habe ich mich bedient. Ich habe mir einfach Wasser eingeführt hier aus dem Garten. Und dann habe ich da so einen kleinen Stängel rein und das Wasser, das kriegt natürlich einen richtig geilen, ja, zitrus-limonigen Geschmack. Das ist definitiv ein Tipp an euch. So ein Ding solltet ihr in den Garten kriegen. Voll geil. Also ich feiere das Ding schon richtig. Und das in Kombination mit Minze, so mache ich das, wird auch helfen bei, ich sag mal, brüten, heißen Temperaturen, euch ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, akklimatisieren. Oh, mein Magen knurrt, mein lieber Scholli. Eigentlich ein Zeichen, aber ist jetzt noch nicht dran, das verkneife ich mir. Normalerweise ist das so, ich komme hier in den Garten und ich freue mich immer schon, weil ich hier direkt immer nasche und esse. Und das ist einfach so, ach, das ist so schön. Das ist im Moment noch ein bisschen einseitig gewesen, weil ich nicht so viele verschiedene Ernten hatte, die ich direkt essen kann. Also auch selbst wenn man Spinat oder so roh ist, man darf davon nicht viel essen, weil das kann euch auf den Magen schlagen. Mal ganz milde ausgedrückt. Kann auch echt mal böse enden. Also seid immer vorsichtig, wenn ihr sowas roh esst. Fährt mir immer mal wer am Gartenzaun vorbei, da muss man dann durch. Ja, und ich bin jetzt ein Stückchen weitergegangen. Ich bin voll von Grün hier, ich kann das einmal zeigen. So ein bisschen hinter mir, zack, so. Aber ich werde jetzt mal ins Detail gehen. Und zwar, ja, die Weide, die ist hier schon prächtig gewachsen. Ich habe ja dieses Naturzaun-Hochbeet gemacht. Bin auch total überrascht, wie die Weide hier abgeht und Gas gibt. Guckt euch das mal an. Das klaut natürlich den Pflänzchen ein bisschen Licht, aber es macht nichts. Hier vorne war Rhabarber, er hat seine Zeit gehabt. Hatte hier irgendwie noch einen Kürbis gepflanzt. Ach, man kann es gar nicht richtig sehen. Moment, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Zack, da ist er. Ich habe ihn komplett abgesägt und jetzt kommt er irgendwie wieder neu raus. Ich dachte, der hat seine Zeit gehabt. Ich habe damit noch keine Erfahrung. Ja, und da vorne geht es weiter. Hier vorne haben wir die Tomate Sunviva, die wächst hier überall rüber. Und wie ihr sehen könnt, wo habe ich das denn? Von gerade drüben habe ich das gesehen. Da versteckt es ein paar Tomätchen. Also die kommen schon. Das Saatgut für die Sunviva ist gesichert. Ein Open-Source-Saatgut, was lange nicht verfügbar war, beziehungsweise unterdrückt wurde. Und jetzt, in den letzten Jahren wurde das wieder freigekämpft und man kann sich diese Tomatensorte besorgen. Man sagt darüber, dass es gut gegen den Kohlweißling hilft. Ich habe da noch keine Erfahrung. An anderer Stelle, wo ich Kohl drin habe, ist leider die Tomatenpflanze abhanden gekommen, beziehungsweise ist mir umgeknickt und ich wollte sie retten, aber dann ist sie mir ganz abgegangen. Egal, macht ja nichts. Saatgut kann ich ziehen. Hier könnte ich mal wieder ausgeizen. Naja, mache ich nicht, mache ich lieber mit Messer. Oh, jetzt war ich ein bisschen befallen von der Biene. Ja, und hier seht ihr verschiedene Kräuter. Ich habe hier den, wie heißt der noch? Oh, was wächst denn dazwischen? Krass, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der will blühen. Könnt ihr das erkennen da so zwischen? Den benutzt man für diese berühmte grüne Soße, eine ganz, ganz wichtige Zutat. Wie ist das noch? Pimpinelle. Habe ich in meinem letzten Video auf jeden Fall gezeigt. Hier haben wir noch, ja, ist echt ein Wiesenknopf. Spannend. Bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Minze und Thymian, Knoblauch, Schnittlauch, Boric wieder. Da hinten seht ihr auch Kräuter und die Kapuzinerkresse. Ich habe ja in meinen Kommentaren gelesen, dass die Kapuzinerkresse fehlt. Und das ist nicht ganz so, denn die Kapuzinerkresse, die war eine Anzucht und brauchte einfach noch ein bisschen Geduld, bis sie hier überall im Garten verteilt wurde. Also ich habe noch andere Stellen, das werde ich euch noch zeigen. Hier Mangold riesig, ich habe gestern noch Ernte abgegeben wieder. Ja, und ansonsten, ja, da vorne ist noch ein Blattfenchel zu sehen. Und hier auf der Ecke ist noch Beinwell, guckt euch das mal an. Wow, was für große Blätter. Also den anderen Beinwell, den ich hier überall gesehen habe, ist deutlich kleiner gewesen. Also echt ein Prachtexemplar. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, richtig schön. Oh, da ist noch Thymian versteckt. Da ist noch Minze. Ich bin mal ein bisschen wilder hervorgegangen, so die letzte Zeit, um auch mal das alles so ein bisschen durcheinander zu bringen. Da wächst auch irgendwas, dessen ich nicht weiß, was das ist. Weiß das einer? Da. Und da hinten wächst auch irgendwas? Ich weiß es nicht. Da gibt es noch eine Blutampfer. Ja,
Wunderbar, oder? So, jetzt habe ich so viel erzählt, schon wieder hier in der Ecke. Ich werde mal weiterziehen. Und zwar, jetzt kommen wir zu meinem Apfelbaum. Ups. der Zaun ist übrigens hier komplett weg. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Doch, das habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Und deswegen kann ich hier ein bisschen drumherum wandern. Hier kommt noch eine Bienenweide hin. Bisher noch nicht so viel zu sehen, aber ich hoffe, das entwickelt sich noch mal demnächst. Ansonsten denke ich mal, nächstes Jahr umflügen und dann alles neu oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die da vorgehen wollen. Ich halte mich da raus. Ja, aber hier unterm Apfelbaum, ja, habe ich gesunde Pflanzen und kranke Pflanzen oder befallene oder wie auch immer. Also hier habe ich eine ganz spezielle Erfahrung irgendwie dieses Jahr. Letztes Jahr hat das mit den Zucchinis wunderbar geklappt, aber ich kann viel erzählen. Ich zeige es euch am besten. Ja, gleich mal ein Exemplar für Krankheit. Ja, keine Ahnung, vielleicht zu viel Wasser gekriegt oder Nährstoffmangel. Das ist hier wahrscheinlich ein Nährstoffmangel, Stickstoff. Ich lerne ja dazu. Da sieht die Kapuzinerkresse, die sieht gut aus. Da hinten ist eine Zucchini, die wächst, aber noch klein. Die sind eigentlich in gleichen Größen hingekommen. Und der Apparat hier, der dreht ein bisschen durch. Also ich bin auch überrascht. Ich hatte irgendwie die Größen der Zucchini kleiner in Erinnerung, aber vielleicht liegt das auch an anderem Saatgut oder so. Ich habe das Gefühl, die sind dieses Jahr größer. Vielleicht irre ich mich. Ja, und da hängen auch nochmal zwei Zucchini dran. Werde ich wahrscheinlich morgen mal in die Foodsharing-Auslage packen. Und versteckt hier drunter haben wir dann noch die Kapuzinerkresse. Also ihr seht, Kapuzinerkresse hat auch in meinen Garten gefunden. Da kann man die Blüten auf jeden Fall von essen, wie das mit dem Rest aussieht und so. Ich habe keine Ahnung. Gut, ziehen wir weiter. Gut, dann unter dem Apfelbaum habe ich ja mein Leben bringt Leben Hochbeet, was ich ja angelegt hatte. Ich habe dazu ein Video gemacht. Da geht's lang und habe nachgezogene Kohlrabi-Pflänzchen, die eigentlich schon zum Scheitern verurteilt war, hier einfach mal rein. Und ich muss sagen, Kohlrabi erholt sich richtig gut. Könnt ihr das erkennen? Das ist so ein bisschen Muster da, sind drei hinten an der Wand. Ich habe jetzt keine freie Hand, weil ich diese Kamera halte mit Stativ darunter. Und ich habe auch einen Kohlrabi, der war bei den anderen dazwischen, bei den beim Kiholbeet. Und ich habe gemerkt, der Platz reicht nicht, der braucht eigenen Platz. Habe die großen Blätter abgemacht und wie ihr sehen könnt, das Ding habe ich da reingemacht. Und ich glaube, dass der Kohlrabi an sich ein bisschen größer geworden ist. Ich kann es mir auch einbilden, macht ja nichts, wird die Zeit zeigen. Ja, Unkraut hier hinten ist hier bald mal dran dann, wenn das alles ein bisschen höher geht. Ich denke auch, der Kohl ist wieder viel zu nah zusammen, aber kann ich quasi vereinzeln und dann nochmal woanders einbringen oder ich lasse das, wie gesagt, so. Direkt daneben habe ich auch schon gezeigt letztes Mal, zwar wortlos in dem 5-Minuten-Video, habe ich einmal hinten, das ist Stangensellerie, das hier ist chinesischer Sellerie. Hier vorne wächst der Porree, die Erbsen, die haben langsam ihre Zeit gehabt, ihr seht das. Und hier haben wir noch eine Tomate, ich habe schon wieder vergessen, was das war. Macht ja nichts, aber wächst hier so rüber. Ich habe das Ding ein bisschen gekippt, damit es nicht umknickt. Aber ich muss sagen, scheint nicht so wirklich in der Natur der Tomate zu liegen, sich irgendwo runterzuranken. Gleiches bei den Erbsen. Ich denke, wenn man da naturgerechter vorgeht und dem folgt, dass sie irgendwie hochranken wollen oder irgendwo halt in die Höhe wachsen wollen, dann denke ich, dann sollte man dem so nachgehen. Also ich hat sich für mich angefühlt, als ob ich das nicht nochmal so machen soll. Oder fühlt sich so an. Ja, da ist ein Kohlrabi. Das ist, müsste entweder der Delikatesse Blau sein oder Azurstar. Ich kann das nicht mehr rekonstruieren, könnte ich sagen. Ich habe sowieso Überblick in meinem Garten verloren, ehrlich gesagt. Ich wollte alles ordentlich machen, hat nicht geklappt. Wow, wie die Tropfen hier drauf aussehen. Könnt ihr das sehen? Ich finde das voll schön. Da. Ja, und ihr seht lauter Löcher. Ich bin mal einer Sache nachgegangen und habe tagsüber gegossen, um diesen, ne, diesem, ja, man weiß es ja halt nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und ich habe auch von Fachleuten dann auch schon gehört, dass man auch mal Tasse übergießen kann. Am besten unten an der Pflanze. Ich habe von oben gegossen. Ich wollte einfach mal ausprobieren. Tasse über oben an der Pflanze, kein Problem. Aber ich habe hier von oben gegossen. Und überall, wo das war, wurde es löchrig. Das seht ihr überall im ganzen Garten. Ich glaube, bei der Kapuzinerkresse habt ihr das auch gesehen. Lochfraß durch Sonnenbrand quasi. Gut, wechseln wir einmal auf die andere Seite. Ich habe hier die Tomaten. Die sind alle so ein bisschen in der Übergangsphase. Die brauchen unbedingt Hilfe von mir. Da wurde ich gestern bei. Da kam mir was dazwischen. Habe dann Besuch gekriegt. Da muss man manchmal Sachen verschieben. Aber ich möchte euch das einmal zeigen. Da habe ich, wow, das geht in Höhe. Ich bin 2 Meter groß und das übersteigt meinen Kopf. Obwohl, das könnte ungefähr genau 2 Meter sein. Ja, habe das Ding hier im Boden gemacht. Das wird sich unten noch verdichten. Also das Holz an sich wird hier noch ein bisschen stabiler drin stehen. Es wackelt natürlich und allgemein wird er Stabilheit kriegen. Hier haben wir
eine Reihe Fleischtomaten, die unterschiedlich aussehen. Selbst bei der Höhe ist mir diese Pflanze noch nicht umgekippt. Und ich glaube, das ist für Tomaten schon recht außergewöhnlich. Ich habe ihr jetzt einfach nur trotzdem Hilfe gegeben, weil das natürlich Zeit wird und ich natürlich nicht Risiko gehen möchte, dass mir das Ding umknickt, solange ich noch handeln kann. Ja, und man sieht auch schon erste Tomatenmädchen und so. Ich habe manchmal falsch ausgegeizt und so. Also mir sind auch schon Fehler unterlaufen. Ach, Fehler, nein, das ist alles. Wir lernen ja dazu. Das sind keine Fehler, das sind Erfahrungswerte. Ja, und hier sieht man auch überall Tomaten. Also ich werde auf jeden Fall jede Menge Saatgut wieder gewinnen können, wenn mir irgendeine Sorte dann schmeckt. Ja, und die brauchen ja auf jeden Fall noch Hilfe. Hier kippt es doller, es kann aber auch rein am Boden liegen. Ist ja relativ lockerer Boden, den ich überall so gemacht habe. Und ich habe da ja auch nicht immer übelst drauf gehalten. Hier geht so alles grün und grün über, aber da steht noch eine Tomatenpflanze, die ja auch nochmal Liebe braucht. Ich möchte das hier frei machen. Brombeeren erobern ja hier alles. Und da gehen wir auch schon weiter. Und zwar ein Stückchen weiter neben meinem Pavian. Wow! Jetzt bin ich selber mal überrascht. Krass. Also ich habe hier ein Problem mit dem Pavillon. Mein Pavillon ist ja eher so abreisebedürftig. Ja. Das hat hier überall einfach jede Menge Probleme. Loch im Dach und so weiter. Der ganze Pavillon steht schon schief, weil es nicht mehr lange stehen will, glaube ich. Und ich habe das Problem, dass diese Regenrinne auch nicht ganz dicht ist und mir dann hier total auf meine Pflanzen fällt. Da sieht man das, da war eigentlich auch gemulcht. Ist vorbei. Hier ist ein Tomatenpflänzchen, was irgendwie gar nicht mehr wachsen will. Also das ist, kommt nicht gegen an. Der hier ist schon verschonter, aber die sind alle gleich in gleicher Größe reingekommen. Also da könnt ihr mal sehen, wenn die zu viel Wasser kriegen, was es damit macht. Ja, aber war direkt der Regen halt auch. Aber ich bin überrascht, wie die hier wachsen. Ich habe hier auch überall, bei dem müsste ich alle markiert haben. Wo haben wir sie denn? Da ist ein Stöckchen dran. Was haben wir denn hier so drin? Weißer Pfirsich. Oder Great White. Das ist ein Zufall, weil ich habe eigentlich nur zwei. Ja, Indigo Rose und so weiter und so fort. Hier habe ich Petersilie. Ihr könnt übrigens zwischen Tomatenpflanzen, das habe ich mir schon in den Hinterkopf gemeißelt, da könnt ihr Salat anbauen. Kräuter, Basilikum, Petersilie. Das ist so ein wunderbarer Garten-Bodendecker und ihr werdet viel weniger Probleme mit Unkraut kriegen. Sowas habe ich, ganz ehrlich, ich habe nur mulch raufgehauen diesmal. Ich hatte irgendwie keine Lust, vorher zu jäten. Aber, oh, habe ich jetzt ein Basilikum rausgezogen? Oh, könnte sein, muss nicht. Ich weiß nicht. Macht ja nichts. Gut, hier wollen wir gar nicht lange verweilen. Geht mal ein bisschen zurück. So. Gut, was kann ich euch denn noch zeigen? Ja, da. Am Bunker dran hatte ich ja letztes Jahr meine Tomatenpflanze mit Tomatendach und so weiter und so fort. Ich muss sagen, genau diese Stelle funktioniert dieses Jahr überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das an der Regentonne liegt, die ich da stehen habe, dass da irgendwie die Sonne nicht so hinkommt. Oder ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Da ist ziemlich klein. Dort seht ihr eine, da haben wir nochmal Minze hinten in der Ecke. Also hier sind fünf Pflänzchen drin. Es kommt einfach nicht. Die bleiben irgendwie mickrig, die wollen nicht. Das verstehe ich diesmal einfach nicht. Vielleicht braucht es auch ein Dach für eine größere Hitzeentwicklung. Ich weiß es nicht. Das habe ich dieses Jahr noch nicht drauf. Das sind so Sachen, die schiebe ich vor mir her, weil andere Sachen da mehr Priorität haben. Da muss man ja halt im Garten auch immer gucken. Gut, das sind die Tomaten im Bunker. Die waren eigentlich genauso klein wie die, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die kommen, die kommen, die kommen. Hier habe ich ein paar Sorten drin. Habe ich auch Stöckchen drin, wie die heißen. Ah, hier ist was. Was haben wir denn hier? Die Andenhorn, die müsste von Jen vom Gartengemüsekiosk sein, die sie mir zugeschickt hat. Ach, wie toll. Schön. Ach. Oh, jetzt habe ich das Ding. Die Dinger kann man übrigens knicken und das Beschriften auch. Ich habe ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die ganzen Tomatensorten, die ich beschriftet habe, die wurden vom Regen ziemlich schnell ausgewaschen. Wir hatten super viel Regen, wir hatten super viel Wind. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Wir lechzen schon ein bisschen nach Sonne, eine Zeit. Ich habe jetzt keine Nachrichten oder Wettervorhersagen für Deutschland verfolgt. Ja, guckt euch das an. Also hier kommt was, da sind Blüten. Ja, und das sind hier, was haben wir hier denn noch für Sorten? Blackform Trula und Pfirsichtomate. Die habe ich ein bisschen nach hinten, weil die Haut der Pfirsichtomate auch empfindlicher ist als normal. Die sollten ein bisschen hier hinten in der Ecke sein, nicht so viel abkriegen. Also auch Sonne, Regen, alles. Ja, und wir sind jetzt hier mal bei dem Tomatensystem und das erkläre ich euch am besten am Keyhole-Beet, denn da stehen die nächsten Tomaten. Ah, das ist so ein schönes, besonderes Klima in meinem Garten geworden. Echt so, so schön. Ich habe ja den Vergleich zum letzten Jahr und das duftet, riecht hier einfach ganz anders. Das kann ich jedem nur empfehlen. Packt euch Pflanzen im Garten, eine Riesenvielfalt. Die Tiere kommen zu euch, die... Ja, ich kann es ja nicht teilen, es gibt ja keinen Geruchsfernsehen. Aber ich denke mal, viele von euch da draußen wissen, was ich meine. Gut, Keyhole-Beet zu den Tomaten. Ja, fange ich da an, habe ich ja gesagt. Hier kommen wir zu meinem, wie soll man das nennen? Tomatenseilsystem.
Ich habe letztes Jahr auch schon Kritik gekriegt für so, wie ich angefangen hatte und es wurde torpediert. Ich kann nichts Negatives erkennen. Ich habe das für mich mit Tomatenhaken in der Theorie verglichen und sehe für mich eher Vorteile. Es muss aber letztendlich jeder für sich entscheiden, was er da mag und womit man gerne arbeitet. Aber alternativ dazu, wer Geld sparen will, für mich ist das quasi umsonst, bis auf den Faden, das Band. Ich zeige euch das und erzähle euch ein bisschen was dazu. Diesmal habe ich Baumwolle genommen und die Baumwolle quasi, wie ihr das schon kennt von den Tomaten, immer rumgewickelt. Ganz unten diese Schlaufe, ja, und einmal hoch, dass sie stabil ist. Die habe ich jetzt so ein bisschen in eine Richtung gedrängt, die sollte nicht gerade wachsen. Ich habe das ein bisschen rumgewickelt, weil ich nicht wollte, dass das Gegengewicht direkt in den Tomaten hängt. Ich habe es auch ein bisschen fixiert dadurch. Normal sollen die frei hängen, denn das hat den Vorteil, so wie hier. Da. Es wird oben über eine Stelle gelenkt, ja, hier so, und kommt dann da runter. Und wenn die Pflanze jetzt wächst und mal irgendwie wieder stramm gezogen werden muss, und so ist es ja bei den Tomatenhaken, da muss man aufwickeln oder so, da habe ich dann hier den Vorteil, dass sich das automatisch langzieht. Ja, also muss man ja gucken, wie das hier oben ist oder ob sich das hier einbrennt vom Gewicht, also einbrennt hier so einritzt. Ne? Das soll sich schon bewegen können so ein bisschen, aber das funktioniert bisher gut. Dann hat einen Vorteil, ich habe hier natürlich quasi geupcycelt. Von Ziegeln. Ich weiß, es wird scharf, unscharf, gerade ein bisschen da so viel im Hintergrund, was scharf sein möchte. Und durch meine Bewegung ändert sich das auch. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich hoffe, das geht trotzdem klar. Also, ich habe diese Steine genommen und wir hatten jetzt zum Beispiel Regen. Und bei Regen ist es so, dass die Pflanzen natürlich Regen abkriegen und schwerer werden. Das ist ja so schnell nicht anders. Und bei den Dingern ist halt der Vorteil, dass sich das voll Wasser saugen kann und quasi gleich das Gegengewicht bildet zu dem Gewicht, was ja an die Pflanze dazukommt. Wird nicht 1:1 sein, aber es funktioniert. Also ich beobachte das schon. Ich kann euch das empfehlen. So, und hier sind die Bienen zugange. Ich habe es euch erzählt, der Borage. Richtig toll. Hier habe ich ausgegeizt den Borage, damit die Tomaten mehr Platz haben. Aber ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Und falls dann doch zu viel Licht der Tomate verloren geht, werde ich dann nochmal gegenkorrigieren. So, und jetzt kommt meine Megapflanze. Ich habe leider keinen Namen mehr dazu. Ich habe gesucht nach dem Schildchen. Ups, jetzt bin ich gestolpert. Guckt euch mal an, wie viele Tomaten an einer Pflanze kommen wollen. Wie viele Blüten hier dran sind. Ist das nicht heftig? Wow, da kommen auch schon die ersten. Wow, ich habe das noch nicht gesehen. Wie schön ist das denn? Hier, das ist, wow, das ist eine Rispe oder wie sagt man dazu? Hier, guck mal, wie viele da dranhängen. Ich gehe dann davon aus, dass das ein Cocktailtomate wird. Vielleicht irgendeine wildwachsende, ich habe keine Ahnung. Und hier hängen überall solche Dinger dran und das Ding wächst und wächst und wächst. Ja, total toll. Aber die Tomaten, die will ich jetzt nicht vernachlässigen. Ich habe euch das gar nicht gezeigt. Vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Aber hier wachsen natürlich überall welche schon. Ne? Also ich habe überall Tomaten. Einiges in der Anzucht anders gemacht, als ich das nächstes Jahr machen werde. Ich werde mir das auf jeden Fall, ich habe dazugelernt und da gibt es auf jeden Fall Wissen anzuwenden. Ach, die Bienchen, schön. Zur Anzucht habe ich euch ja nachher noch ganz viel zu erzählen. Denke aber, das ist jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt. Das werde ich wohl im nächsten Jahr dann aufgreifen. Auch meine Erfahrung möchte ich mit euch teilen und was da alles so kommt. Aber ich bin überrascht, denn ich habe in der Konkurrenz hier zu den Gewächshäusern, haben die, ich vergleiche das ja, ne? Ich habe ein wissenschaftliches Herz und möchte ausprobieren und beobachten und Rückschlüsse ziehen und daran wachsen und die Dinge verbessern. Direkt im Vergleich, klar, die Pflanzen sind größer, aber ich muss sagen, guckt euch das an, hier, bestes Beispiel. Pflanze rechts daneben, die hat so einen Stamm hier. Ich hab große Hände, ich bin ein großer Mensch, aber guckt euch mal an, was das hier da für einen Stamm hat. Also das ist riesig. Da, wow. Also es sind bestimmt 2 cm Durchmesser. Das darf ich in all meinen, fast allen Tomaten beobachten. Ob Cocktail oder Fleisch, völlig egal. Gut, dass ich das sehe. Die Hummeln, die brauchen mehr spezielle Blümchen. Ihr seht so viele tote Hummeln. Ich habe das bei Jen heute in einem Video gelernt. Packt euch Pflanzen für die Hummeln im Garten, die brauchen das. Und die Insektentränke nicht vergessen. Ja, ganz, ganz wichtig. Wer da Hilfe braucht, schreibt es in die Kommentare. Da wird bestimmt irgendwer antworten oder ich mache das. Das ist ganz, ganz einfach. Je nach Wetter und Tagesuhrzeit, glaube ich, ist es hier Betrieb. Mal mehr, mal weniger. Aber hier habe ich schon richtig... Oh, guckt euch das an. Da. Vielleicht
fleißigen Bienchen. Und da sind wir schon beim Thema. Guck mal da hinten. Upsi. Da, gehen wir hin. Guckt euch das an. Geil. Also, ihr könnt das sehen. Hier, also ne, das ist für die Wildbienen. In dem ganzen Bereich habe ich wieder Löcher reingebracht. Ich habe das richtig sauber gehabt, aber durchs Wetter und Auffüllen und so, ich kann das nicht so hundertprozentig beeinflussen. Aber wie ihr sehen könnt, da ist ein Loch dicht. Da sind definitiv die Wildbienen eingezogen oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Und ich habe da auf jeden Fall immer Betrieb gesehen, dass von innen irgendwie Späne rausgeschacht worden noch oder so. Ich habe versucht, alles rauszuklopfen und rauszukramen und so. Aber das regeln die irgendwie alles selber und benutzen das wahrscheinlich auch, um diese Löcher dicht zu machen, obwohl das eher sandig aussieht. Vielleicht ein Mix aus allem. Kann euch auch nur raten, packt euch mehr für die Wildbienen im Garten und für andere Insekten. Bei mir passiert das Step by Step. Und ich denke, das könnt ihr mir nachmachen, oder? Hier ist jetzt mal dran. Mal gucken, ob wir das hier vorne direkt finden. Sonst hopse ich mal. Ihr könnt ihr das wunderbar beobachten. Hier in der Mitte ist er quasi trittfest. Also das ist nicht so dramamäßig. Es sieht natürlich ein bisschen plattgetreten aus, aber naja, das ist nicht so wild. Das Tolle ist, dass der überall... Hier, Gleichbetrieb. Wow, schönes Tier. Egal, hier der blüht, der kommt. Das ist noch ein kleines Exemplar. Hier ist ein größeres. Davon habe ich auch bei Instagram schon ein Foto reingestellt. Oh, das wird vorne... Wow, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist hier jetzt schon überall zu beobachten, dass der Klee rauskommt. Der ist natürlich an den Stellen, wo man läuft, ist er hoch. Aber ich finde, das macht nichts. Und ich war hier an der Stelle auch nicht mehr so oft unterwegs, muss ich sagen. Immer mal wieder, ja klar. Aber dafür, dass das erst nicht so gewachsen ist, zieht das so nach und nach zu. Mir gefällt das. Und ich hatte auch schon Stellen, wo das gestört hat. Und da war ich mit der Sense bei. Das war alles easy zu bewältigen. Hier auch. Ja, und ich könnte euch viele Stellen zeigen, wo jetzt auch noch überall das blüht. Da seht ihr rote Stellen. Ja. Aber so viel zum Inkarnatklee als Bodendecker. Und ja, er lockert übrigens auch den Boden auf und kann euch als Gründüngung dienen, wenn ihr das irgendwo wollt. Mega genial. Gut, hier neben den Blümchen noch ging es auch noch weiter. Ich habe hier, man sieht das nicht mehr so, hier habe ich schon ordentlich Möhren rausgezogen, voll am Futtern. Da wächst der Kohlrabi. Super Schmelz, das wird noch ein Riesenapparat. Vorne Mangold. Mangold war ich generell noch nicht so bei. Ich muss mich an das alles auch erstmal gewöhnen, ne? Wenn man anbaut und auf einmal immer so viel, man weiß ja nicht, wann die Erde kommt, man weiß ja selbst nicht, wie sein Leben gerade aussieht, man muss das auch erstmal verarbeitet kriegen. Wow, ich habe gerade eine leckere Zucchini entdeckt, die muss ich euch zeigen. Aber zurück, also diese Gartenkreisläufe und wie man sich das zu Hause in seine Gewohnheiten einbindet und so, das ist ein Umstellungsprozess. Da, guckt euch die schöne Zucchini an und ich sag euch, die riecht und schmeckt super lecker. So, jetzt kletter ich gerade mal über den Keyhole-Kompass und zeige euch mal was. Guck mal, was da kommt. Blumenkohl, ich freue mich. Richtig schön. Mann, ich kann das auch hier sehen. Hier sind überall, natürlich hier sind Blätter. Ich muss hier mal durch. Das müsste ich eigentlich mal wieder ordentlich machen. Und der mag bestimmt auch irgendwann Dünger, sonst wird er hier die helle Farbe nicht kriegen, denke ich mal. Stickstoffmangel und so weiter. Also der kann was vertragen. Das mache ich so in gewissen Abständen. Ja, und riesige Pflanzen, ne? Also richtig schön. Übrigens, diese Maserungen liegen oft auch an der Sorte, ne? Das muss nicht gleich Mehltau und Krankheit bedeuten. Ja, und dann habe ich, hier hatte ich ja, nicht Zucchini, hier hatte ich Radieschen und, cool, kann ich mich jetzt auf den Kompass drehen, hier hatte ich Radieschen und Spinat und so weiter und hier, das ist noch Spinat, der in die Blüte schießt. Ich muss das noch lernen, wann die richtigen Zeitpunkte sind, den Samen zu ernten. Ich habe bei anderen Sachen, dachte ich, es ist soweit, lass mal trocknen und dann war das viel, viel zu früh. Ja, und ein Salat, aber hier ist halt wieder Kohl, der kommt quasi jetzt nach den anderen und ich werde die anderen nach und nach ernten können. Ich habe auch schon den schönen lilanen Azurstar verschenkt. An Jan. Ich hoffe, es hat ihm geschmeckt. Er schaut mir jetzt nicht zu, aber ist ein Freund von mir. Er ist total begeistert von dem Geruch schon alleine. Er sagt, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Supermarktqualität. Dann habe ich ja, und ich weiß ja gar nicht mehr, wie sehr angebaut, meine Tortenbeete bestückt, auch mit Tomaten. Die brauchen auch noch, ja, Rankhilfe ist es nicht. Tomaten ranken nicht. Aber die brauchen natürlich Hilfe, dass sie nicht umknicken, also irgendwas Stabiles. Und jetzt vor mir habe ich für den Sascha oder mit dem Sascha ja das Beet. Die haben mittlerweile die Größe und ich finde, die sehen gesund aus. Also grün, 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 grün. Da haben wir mal eine, die ist ein bisschen heller. Da fehlt es vielleicht an Nährstoffen, gehe ich mal von aus. Vielleicht auch irgendein, ja, guck mal, da ist eine Pflanze nah dran. Vielleicht sind die sich im Gehege, so kontramäßig. Rosenkohl, zwar Lochfraß, also irgendwelche Tiere freuen sich dran, wahrscheinlich Kohlweißling oder so. Das sind hier Kartoffeln. Das ist bald nochmal Anhäufeln dran. Und dann habe ich hier vorne den Kürbis. Und
dann soll es auch schon weitergehen. Da kommt der erste Kürbis. Toll, ich habe mich mega gefreut. Ja, ich krieg einen Kürbis. Letztes Jahr hat der gar nichts geklappt. Wurde mir weggefressen von den Wühlmäusen. Kennt ihr noch König Kürbis? Wer kennt den noch? Gut, so, ich hüpfe mal weiter. Hier habe ich noch vom Herbst Knoblauch drin, Zwiebeln. Ich hatte auch Bourbillen reingemacht. Das sind aus den Brutzwiebeln, der ist Knoblauch. Die ganzen Dinger, die kann man auch im Boden machen und vorziehen. Aber dann hat man so eine Reihenfolge, wo man länger auf den richtigen Knoblauch warten muss. Das ist natürlich eine Anbaumethode, die ist natürlich kontraproduktiv. Hupsi. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier, das lohnt sich nicht. Also ich habe im Herbst Knoblauch an verschiedenen Stellen reingebracht. Er ist überall mickrig geblieben. Ich weiß nicht, ob da noch was gekommen wäre oder so, ob man den noch ein bisschen Zeit gibt. Aber es war schon auffällig. Und Knoblauch, den ich dieses Jahr gesteckt habe, im Frühjahr sogar viel zu spät nochmal gegen Wühlmäuse, die ziehe ich aus dem Boden. Ich kann euch mal ein Exemplar zeigen. Das habe ich irgendwo nochmal zwischengemacht zum Schutze. Werde ich jetzt viel zu früh ernten, das macht aber nichts. Ich habe so viel Knoblauch im Garten, ich werde das nicht aufbrauchen können. Und ich teile ja sonst auch gerne. Und der wird ja nicht schlecht. Hier, den habe ich einfach nur irgendwo rein. Mal gucken, ob der so locker ist, dass ich ihn rausziehen kann. Ich habe mir natürlich den Mund gerade vollgenommen, ob da was... Boah, guckt euch das an. Diese Größe. Wow. Toll. Ich wette, wenn man den noch lässt, guck mal, wie viel da an Energie noch reinsteckt, drinsteckt, der hätte noch ein bisschen Schub gekriegt. Also guckt euch diese Apparate an und ich werde euch das mal zum Vergleich zeigen, zum Herbst. Liegt natürlich auch an den Sorten und so, ne? Man kann das jetzt nicht komplett an einem festmachen, aber ich werde mir das sparen und es wird mir mit dem Knoblauch auch reichen dann nachher. So, und hier jetzt mal ein anderes Exemplar. Pass auf, jetzt kommt ein großes Ding raus. Nein, es sollte jetzt klein sein, wenn meine Theorie aufgeht. Da, viel kleiner, vom Herbst. Da der direkte Vergleich, mache ich nicht wieder. Und für meinen Knoblauch-Ding, ja, ist das übers Jahr ausreichend. Die kriegt man durch den Winter und so. Also ne, lagerungsmäßig sollte das auch kein Problem sein. Ja, cool, nehme ich gleich mit. So, jetzt haben wir hier direkt daneben die Tomatenpflanzen. Die brauchen irgendwann mal, wie gesagt, noch Hilfe, dass sie nicht umknicken. Hier links die Herzblattlilie und die Lemon Queen und Beinwelt. Hier ist ja noch mein Foodsharing-Stand. Hier, ihr wisst ja, mein gehört mir zu meinen Mottos. Lebensmittel teilen statt wegwerfen, bedienen Sie sich. Ist noch nicht voll. Da so viel gab es noch nicht. Ich habe echt die Enten meistens selber verbraucht. Aber war schon befüllt, so ist es nicht. Und hier neben habe ich noch eine Pflanze, die möchte ich hier irgendwie wachsen lassen. Ich muss sie auch unbedingt ausgeizen, weil die wächst überhaupt nicht. Die wächst irgendwie total komisch. Könnte auch sein, dass die viel zu viele Nährstoffe drin hatte. Da habe ich auch noch Tipps für euch. Ja, und die soll eigentlich hier hochwachsen und hier irgendwelchen Zaungästen dann nochmal Tomaten zum Naschen bieten, dass die mal auf einen anderen Geschmack kommen als Supermarkt. Obwohl ich hier natürlich viele Gärten habe, die das auch selber machen, ist schon ein Unterschied, aber von den Sorten geht ja noch einiges. So, jetzt bin ich hier vorne. Ach, wisst ihr was? Den Knoblauch teile ich doch gleich mit den Leuten. Gerade gesagt, setze ich doch mal um. Die erste Sonnenblume, ja, gestern schon gesichtet. Die Dinger überwachsen mich schon, das soll eine riesen Sonnenblume werden. Ich glaube, das wird auch was mit Riesensonnenblumen. Guck mal da oben, die ist ja schon, die geht Richtung 3 Meter jetzt langsam. 2,5 müsste die haben. Und das sind Riesendinger und ich habe hier rundum noch Mais. Und Mais, der braucht bei mir nochmal richtig Dünger, das steht bei mir an, man sieht das auch. Und ich werde die ganzen Pflanzen mal von den verwelkenden Blättern befreien und damit die Pflanzen auch an die richtigen Stellen die Energie weiter schicken können und dann auch prächtig weiterwachsen. Jetzt kommen wir zu den Kartoffeln. Und zwar, hier vorne ist ja mein Kartoffelacker. Ich muss sagen, ich war ziemlich nachlässig die ganze letzte Zeit. Ich kam nicht voran und es lagen einfach andere Sachen an. Und da muss man auch sagen, okay, dann ist das jetzt nicht dran. Und ich nehme das so an, wie das ist. Ich hatte ein gewisses Ziel und wollte mal ausprobieren, wie viel ich hier rausziehen kann, wenn ich mich da so richtig drum bemühe. Das drum bemühen hat nicht funktioniert, aber ich war dennoch sehr überrascht, was hier schon an Kartoffeln rauskam. Also ich habe einmal beim Regen. Eigentlich sollte Sonne kommen. Wieso kommt keine Sonne? Aber es ist sehr warm. Ja, beim Unkrautjäten sind mir schon mega viele Kartoffeln entgegengekommen von Pflänzchen, die gerade mal so groß waren. Mit riesen Kartoffeln dran. Das ging mir nicht in den Kopf. Echt krass. Also klar ging mir das in den Kopf. Das ist ein Wunder der Natur. Ich finde das immer wieder fantastisch. Ja, aber hier könnt ihr mal sehen, so sieht das jetzt mittlerweile aus. Die Pflanzen, um die ich mich gekümmert habe, das sind die da, wo die auch schon langsam... Nee, gar nicht. Um die habe ich mich gekümmert. Das sind so 6 Pflänzchen nur gewesen oder 8. Und der Rest, hier sind übrigens auch Sonnenblumen zwischen. Die haben sich selbst ausgesät. Ich hoffe da auf rote. Ich mag die roten so gerne. Ja, und den Rest habe ich mich nicht wirklich drum gekümmert. Nicht wirklich doll angehäufelt. Hier die Pflanzen, die haben irgendwann mal ein bisschen was gekriegt. Aber ich, ne, also hätte besser laufen können. Musste aber nicht. Und hier haben wir irgendwie
ja, Kartoffeln geerntet. 3-4 Kilo Kartoffeln würde ich tippen. Vielleicht liege ich auch falsch. Macht auch nichts, aber es war eine Riesenmenge, die da rausgekommen ist. Man hätte noch warten können bei Gewissen. Ich weiß ja, da zieht die Pflanze noch ganz viel ziehen die Kartoffeln noch ganz viel Nährstoffe aus der Pflanze selber. Und die Zeit habe ich natürlich jetzt nicht so abgewartet, wie man das sollte. Ja. Genug Kartoffeln. Ich habe hier noch neben mir, das ist übrigens Beifuß, habe ich erfahren. Danke, Daniel. Königskerzen und Nachtkerzen. Nachtkerzen kann ich, ach, hier hat sich ein Porridge wild ausgesehen. So, jetzt kommt noch ein Bereich, da habe ich ein bisschen was getan für die Bienchen und Bienenweidemäßig. Ich habe aber viel zu viel Saatgut draufgekippt. Und hier vorne habe ich ein bisschen Insektenbuffet ausgesamt. Man kann das sehen, wow. Man kann das sehen, die ersten Sachen kommen schon. Ich habe viel zu viel Saatgut drin, ne? Also ich hoffe, da kommen noch ein paar Vögel zum Picken. Ja, ich glaube, Sonnenblumenkerne sind schon deutlich weniger. In richtig guter Qualität Saatgut raufgeschmissen. Ich habe das umgegraben, Gras so tief runter und dann habe ich oben die Erdschicht drauf. Und ihr könnt das ja sehen, wie das so, ne? In so einem, das wird sich schon ausgehen. Ich hatte heute einen Kontakt mit Art von Art's Garten. Ja? Ich hoffe, du siehst die Folge. Das hörte sich so an, als ob du die gucken möchtest. Und von Art habe ich auf dem Garten-YouTuber-Treffen eine Pflanze geschenkt gekriegt, die so mega invasiv hier vor sich hin wächst und meine Tomatenpflanzen verschlingt. Und die Zimbalo. Eine ganz tolle Pflanze. Also was ich da bisher entdecke und sehe, das ist echt granatenstark. Aber es schlingt um die Tomaten. Ich bin gespannt, wie sich das im Wege ist oder auch nicht. Von den Nährstoffen, vom Platz, die Tomaten mögen es ja gerne luftig und so weiter und so fort. Da muss man einfach mal gucken. Ich habe da auch noch Knoblauch zwischen. Ja, aber seht selbst. Hier Art, das ist die Zimbalo. Die ist überall zwischen. Da unten kommt sie. Ich habe sie da drüben reingesetzt, ne? Da irgendwo. Das ist... Hier kommt sie beim Borage zwischendurch. Oh, da, guck mal. Hui, es geht los. Schön Blüten. Das ist, also hier ist eine Tomate. Da ist eine Tomate. Ich habe übrigens auch natürlich mit Reaktion von den Pflanzen zu tun gehabt. Und es ist so, dass, ja, hier sieht man das ganz deutlich. Die Blätter haben sich eingerollt und so weiter und so fort. Aber oben wächst das schon wieder ein bisschen besser, auf jeden Fall das erste Blatt. Das können alles so Anzeichen von Überdüngung sein. Gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich will mich da jetzt gar nicht zu weit irgendwie, ne? Es geht eigentlich nur darum, dass ich für mich rausgefunden habe in meinem Bereich, dass ich teilweise überdüngt habe. Das erkennt man zum Beispiel, wenn die Tomaten wild in alle Richtungen wachsen. Oh, da haben wir einen Geiztrieb. Der kann mal raus. Ich lege die übrigens unten immer an die Tomaten ran. Wow, hier sind auch so viele. Wow. Guckt euch das an. Also, Tomatenvielfalt ist bei mir definitiv gegeben. Jetzt die Zimbalo von dieser Seite. Übrigens hier noch die kleinen Buschtomaten. Müssten da sein, weil die wachsen so. Wow, überall Tomaten dran. Ja, und hier ist auch die Zimbalo invasiv. Die kommt hier rüber. Wir haben ein bisschen was rausgefunden. Wow, hier sind die Blüten offen. Wow, sieht man nicht irgendwo schon Früchte? Ne, ich glaube, das ist jetzt die Zeit und das geht los. Und man sieht, das ist eher hier so zum Rand hin, ne? Also ich kann da nicht so viel entdecken. Ja, da bin ich gespannt. Eine Pflanze, von der ich euch noch berichten mag. Vielen Dank, Art, die macht mir sehr viel Freude. Ende des Videos. Ihr könnt was gewinnen. Ich werde 1-2 Pakete packen. Die werde ich irgendwann in naher Zukunft verlosen, wenn das hier so mit der Ernte soweit ist, dass ich euch da auch was vollpacken kann. Da werden auch noch Sachen von mir reinfinden und so weiter und so fort. Aber... Jetzt geht es darum, hoffentlich macht der Regen mir jetzt keinen Strich durch. Na? Ich glaube, ich muss mir ein trockenes Fleckchen suchen. Geduldet euch noch ein bisschen, ich erzähle euch gleich mehr. Oh, das wird doller. Jetzt erzähle ich euch, wie das Ganze mit der Verlosung laufen wird. Wie gesagt, 1-2 Kisten oder so werde ich euch fertig machen. Ich werde gucken, wie das mit der Ernte ist. Wie könnt ihr jetzt gewinnen? Was könnt ihr machen, damit ihr an der Verlosung teilnehmt? Ich finde Verlosung ein bisschen ein doofes Wort, so, weil das eigentlich ein schönes Weitertragen ist. So... Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, könnt ihr verstehen, was ich meine? Ich kann das gerade nicht beschreiben. Ja, ich höre euch zu da draußen. Ich lese alles, was ihr mir schreibt, auch wenn ich mal nicht reagiere. Ganz bewusst und achtsam nehme ich das in mir auf. Ich wünschte, ich könnte mehr antworten. Der Kanal wächst, es kommen immer mehr Leute dazu. Ich kriege super ausführliche Antworten. Ich möchte auch gebührend antworten darauf. Das gelingt mir immer nicht so. Aber seid euch sicher, ich habe das aufgenommen. Ich bin euch sehr dankbar für eure Kommentare und ich freue mich, wenn ihr mir irgendwas schreibt und so. Ich bin sehr glücklich. Ich kriege auch mal über Instagram Nachrichten oder so. Und das ist echt irgendwie eine... Wie soll man sagen? Eine tolle Symbiose. Kann man das so sagen? Auf Entfernung? Ja, ich sag das jetzt einfach mal so. So, Zuschauerbeet, Labarababa, Ende bitte. Ich habe immer noch Hummel im Maus. Ja, wie könnt ihr gewinnen? Ganz konkret, ihr schreibt
unten in die Kommentare, Hashtag, das ist dieses Gitter, für die, die das nicht kennen, das werdet ihr an den anderen Kommentaren merken, Hashtag Frag Lars, auch eine Frage stellen. Es müsst ihr aber nicht, fühlt euch nicht gezwungen. Ich möchte niemanden irgendwie in eine Richtung drängen, aber das sind jetzt so die Spielbedingungen, wie man sagen möchte, Verlosungsbedingungen. Hashtag Frag Lars, das hat auch was auf sich. Ich möchte in Zukunft dieses Frag Lars noch ein bisschen mehr aufgreifen, mit euch kommunizieren und ihr könnt mir auch Fragen stellen, die ich dann in meinen Videos wieder aufgreife. Also ich habe mir da schon was bei gedacht. Und dachte, das lässt sich hier ganz gut kombinieren. Also frag Lars, ihr dürft mir dahinter gerne eine Frage stellen, was auch immer, wie alt ich bin oder warum ich das hier so mache. Es geht darum, dass ich ein paar Themen aufgreifen möchte, die euch da draußen interessieren. Und dann seid ihr dabei, ganz, ganz einfach. Zeitnah und demnächst, wie gesagt, wenn erntemäßig das Sinn macht, dann werde ich euch informieren und dann werde ich auslosen und darf irgendwer von euch da draußen Gemüse aus meinem Garten begrüßen an der Haustür oder Gartenzaun oder wo auch immer. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe alles in diese Folge packen können, was mir wichtig war. Aber ich gucke gerade jetzt schon an meinem Pavillon vorbei. Ich könnte noch aufs Podest rauschen und euch da Rizinus zeigen oder die Bananenpflanze, Topinambur. Da sind auch noch Tomatenpflanzen, Buschtomaten, die so groß sind. Moment. Nee, ist noch nicht so weit. Ich warte noch auf die rote Farbe, auch wenn viele Tomaten bei mir gar nicht rot sind. Egal. Ich mache hier jetzt einen Punkt. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Es war mir eine Freude. Ihr merkt, ich bin voller Energie und ihr könnt gespannt sein. Hinter den Kulissen passiert ganz viel, was ihr nun gar nicht erahnen könnt. Und die Zeit wird das mit sich bringen, dass ich auch diese Geheimnisse lüften werde. Alles zu seiner Zeit, wenn es dran ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für eure Geduld. Ist bestimmt ein hammerlanges Video geworden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, meine Sache unterstützt. Im Sinne der Nachhaltigkeit und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars, ich bin raus.